Morgen. Wie versprochen, geht's schon wieder auf Urlaub. Habe ich ja schon gesagt, habe ich schon erwähnt. Diesmal fliegen wir auf einen Cluburlaub der Sonderklasse nach. Wo fliegen wir hin, Flo? Ich bin ein bisschen scheu, weil wir auch ablegen die Woche. Wir fliegen nach Belek in die Türkei, also eigentlich Antalya, und fahren dann nach Belek weiter. Irgendwo dort, keine Ahnung. Ein cooler Club. Hoffentlich sind die Animateure leibend. Wir werden uns das dann nachher zeigen. Wir haben sicherheitshalber Alkohol einkauft, weil ich habe gehört, es soll gar nicht so viel geben dort. Mal schauen. X-Chip oder so irgendwie heißt das. Bin schon gespannt, was es wird. Da gibt es jetzt noch was zu essen. Boah, das schaut aber leibend aus. Können wir bitte, Flo, können wir das Ganze kaufen, bitte? Das ganze Teil übernommen. Ja, bis später. Zwei Stunden in Richtung Nordpol. Warum nicht? Flutschi. Ja, richtig, wie bitte. Das werden wir noch hinkriegen. 5 Tage haben wir Zeit. In diesem Animationsspiel. Nein, noch nie kenne ich nicht. Maler noch nie kenne ich nicht. Das ist eine Lüge. Wie gesagt, wir sind eingeladen worden vom Geschäftsführer von Dr. X, von Dr. Alexander Kletzberger, und der hat uns eingeladen zu X-Champ der Maturareise, dass wir dort hinschauen können, weil dort die Sonne scheint. Nach meinem Dänemark-Urlaub hat er gesagt, boah, den müssen wir schauen. Ja, und den kommen wir jetzt nach. Also ich komme dem nach. Und der Flo ist spontan genug, um mitzufahren. Der war mit mir schon. Wir machen das auf alle Fälle jetzt noch ein letztes Mal, haben wir beschlossen. Ein allerletztes Mal. Danke, schön. Ein allerletztes Mal, haben wir gesagt, oder? Er wird kein Ja sagen, aber er braucht sich gut. Das ist unser Flieger und ich bin wirklich sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Effektiv wird so sein, dass wir dann auf eure Mom treffen, auch YouTuber, die dort das Videoteam sind, und mit denen wir nachher in Ruhe plaudern. Wir sind da und müssen jetzt zur Passkontrolle und müssen uns ein Visum kaufen für hoffentlich noch immer noch 15 Euro. In der Türkei gelandet. Alles ist gut gegangen. Wir haben eigentlich nur geschlafen, nur gepennt, und das ist wirklich, aber auch wirklich überhaupt nichts anders als sonst. Schaut alles noch immer gleich aus. Ich melde mich dann aus dem Club wieder. Autofahrt wird nicht so interessant sein, glaube ich. Später. Sind wir da, und der Flo hat gleich mal die erste Aktion geschoben. Nicht ich, der andere Flo. Er hat nämlich sein Passport verloren. Hat er glaubt zumindest. Aber er hat ihn einfach zu mir in die Tasche reingegeben, warum auch immer. Endeffekt war der, dass er jetzt sein Passport doch wieder hat. Und wir sind da jetzt im Hotel. Das ist der kleine Hund von der Pia. Den hat die Pia wieder aufpäppelt, weil der Haushund hat den irgendwie zusammengefleischt gehabt. Süß. Wir müssen Sim. Sim ist aber links gestanden, oder? Flocki. Das auch. Sim ist rechts. Rechts. Pfeil zeigt nach rechts. Alles gut. Ja, glaube ich, meine Waffe. Das ist ja alles nicht so einfach. Ich sage es. Was für Nummer haben wir? 71, 10, 10. Zimmer 10. Ganz stark. Wenn ich zurück, dann zum ersten Mal da.
Ich war da noch nie in diesem Zimmer. Zumindest nicht offiziell. Ich natürlich auch. Zumindest nicht offiziell. Wir haben noch einen getroffen. Hast du auch maturiert? Ja, habe ich. Du bist, aber wann? 1999. Vor 2 Wochen, also so wie wir. Und bestanden? Nein. Auch nicht, so wie wir. Noch immer nicht. Wer braucht Matura? Scheiß auf die Matura. Ich bin jetzt zum 6. Mal bei dieser Matura-Reise dabei. Diesmal nur als Gast. Und das Schöne ist, ich habe bis jetzt noch immer keine Matura. So. Bitteschön. Also wir müssen noch 3. Du bist 1 höher. Ja. Alles Liebe, das Gute. Alles Liebe. Grüß euch. Es sind so viele Menschen, unfassbar. Eigentlich hat es geheißen, dass wir da herkommen. 6? 7? Falsch. Aber da ist 10 gestanden. Flocki. 10. Nicht darüber. Morgen. Sie fliegen. Allerletztes Zimmer im allerletzten Winkel. Stört uns aber überhaupt nicht. Sommer, Sonne, Strand und Meer. Gott sei Dank. Herzlich willkommen. Finally. Roomtour. Bitte. Hast du ein Problem mit der Tür? Nein, das ist leicht beschädigt, oder was? Kassen. Spiegel. Es ist ziemlich warm da, wenn ich ehrlich bin. Aussicht. Auch ganz fein, da kann man auch gar nicht drüber steigen. Aber da ist alles gut eigentlich. Soweit. Wetter ist natürlich perfekt. Nicht so wie in Dänemark. Wenn man das vergleicht, ist alles gut. Da drüben ist dann nachher Poolbereich. Da wo wir jetzt auf das Gebäude da, das ist die Lobby. Dahinter ist der Rutschenturm, da dahinter ist das Pool und direkt dahinter ist das Meer. Weiß ich noch vom letzten Mal, wo ich da war. Das ist ein sehr schönes Hotel prinzipiell. Und da ist schon einiges runtergeflogen. Also es ist schon eine Woche Action da vergangen. Es ist gerade die nächste Woche angebrochen. Die nächste Woche X-Jam. Und für alle, die das jetzt vielleicht nicht kennen, auch in Deutschland zum Beispiel, falls da jemand sich rein verirrt, was ja auch möglich ist. X-Jam ist die Matura-Reise, also die Abi-Reise, die organisiert wird von einem Veranstalter, der sich Docket X nennt. Und ja, da sind halt so an die 4.000, 5.000 Menschen da, die gerade ihr Abi gemacht haben. Und so funktioniert es dann nachher da, dass da einfach jeden Tag Party, Action, Spiele, Spaß, Halligalli, überhaupt Urorg ist. Und deswegen sind wir da. Und auf das freuen wir uns jetzt schon. Schauen wir mal, wie es da so abgeht. Sowas bekommt man dann auch. Schwarze Bänder bedeuten Gang. Das heißt, man ist da Mitarbeiter. Obwohl wir das eigentlich nicht sind. Aber da hat man, ja, das ist einfach zum Erkennen, dass sich die Leute auch untereinander erkennen, wer zu wem, wo, wie, wann, was. Was ist los? 4 Tage. Hast du für 4 Tage ein paar T-Shirts mitgenommen? Kannst du nämlich nackt filmen? Ich film dich nicht nackt, ich film nur deine T-Shirts. Wie viel sind das? 30? Kann man 30 T-Shirts einfach brauchen? Für 4 Tage oder Nächte? Na, 5 Tage sind es eigentlich, oder? Bis 4 Tage? 6 Tage? Man weiß es nicht. Ja. Tschüss! Ich hab die Bank übrigens. Welche Bank? Ah, die? Ja, ja, mach nur. Und wir schauen jetzt dann gleich runter auf den Stand, vorher aber noch duschen, weil das ist echt warm. Es ist warm, es ist sehr warm da. So, es ist jetzt schon gut 2 Uhr in der Früh. Wir sind schon lange auf den Beinen, aber da macht noch niemand Halt vor irgendeiner Party. Ich nehme euch jetzt dorthin mit, wo ich gerade war. Wir waren schon am Abend auf der Beachparty unten. Und jetzt wird es gleich noch heftiger. Ich zeige euch das gleich ganz kurz. Ich glaube, ihr seht es schon, da im Hintergrund, da läuft die Party. Und ich hoffe, man versteht mich halbwegs. Das ist X-Jam 2015, die Secret Party. Und wir schauen jetzt einfach mal hinein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da eigentlich los ist. Das ist für mich ein Wahnsinn, unfassbar. Gehen wir einfach mal rein. Der erste DJ, was sagst du zu deiner lustigen Party da?
Hammermäßige Musik. Hammer, oder? Musik. Cool eskaliert. Unfassbar arg eigentlich. Einfach so ein Relax-Pool, wo eigentlich immer bedeutet. Umgebaut zu einer Party-Arena. Nur für ausgewählte Gäste, die heute ihre Secret-Party haben. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach vor zum DJ, weil da geht es so richtig ab, nicht so leer, wie es da jetzt ist, oder? Schaut sich das mal an. Hat der Typ einen geilen Bart? Der ist auch geil, oder? So zum Zwirbeln. Nur Videoclips, Bruder. Hallo. Seid ihr schon nervös? Nein. Wie immer, gell? Wie immer. Sau nervös wie immer. Ihr werdet es an den Bildern sehen, die wackeln circa so. Jedes Mal. Die haben schon tief und wackeln. Der Einzige, der, glaube ich, cool drauf ist, ist er. Dem interessiert nämlich Fußball so überhaupt nicht, außer seine Stadt Lau. Im nächsten Jahr wird es extrem spannend für ihn. Oder. Meister. Oder. Bundesliga-Aufstieg direkt. Bundesliga-Direktaufstieg. Stadt Lau. Stadt Lau, ja. Glaubst du das auch? Nein. Alles okay. Unser Italiener. Oh. Nein, ich glaube nicht. Stadt Lau? Stadt Lau ist super. Super. Im nächsten Jahr in erster Liga. Der nächste, der das sagt. Der ist sicher gekauft. Italiener werden alle gekauft.